Ihr seht hier ein Kunstwerk von Robert Gober aus der Drain-Serie. Da behandelt es sich um Abflüsse, die der Künstler in die Wand einlässt. Die Arbeit ist Teil von der Ausstellung Van de Walls, in der wir uns gerade befinden, in einem der Ausstellungsräume. Mein Name ist Anne Fied und ich bin Kuratorin am Kunstmuseum Stuttgart. Robert Gober geht es mit seinen Drains, also den Abflüssen, darum, insbesondere die Verdrängungs- und Tabuisierungsmechanismen aufzuzeigen, die besonders in unseren eigenen vier Wänden sehr häufig vorkommen. Das heißt, Tapeten, weiße Anstriche, all das dient dazu, sozusagen einen möglichst idyllischen Eindruck von unserem Zuhause zu gestalten. Obwohl gerade in den eigenen vier Wänden natürlich sehr häufig sehr unschöne Dinge passieren. Und darauf bezieht sich auch Parastrophe Hura mit ihrer Wandtapete, die ihr hier im Hintergrund seht. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine ornamentale Tapete. Bei genauerem Hinsehen jedoch entdeckt man eine Szenerie, in der zahlreiche Figuren gefesselt sind, sich nicht bewegen können. Und genau damit weist die Künstlerin auf die Ambivalenz der eigenen vier Wände hin, in der es eben sehr häufig auch zu Machtmissbrauch und anderen gewaltvollen Szenen kommt.